Hallo, ihr Lieben, der Schan aus den Pyrenäen fragt mich, ob ich nicht mal etwas über Sekten sagen könnte. Sekte, was ist das? Sekte, das bin erstmal ich. Ich auf meinem Weg, der sich getrennt fühlt, der getrennt ist in seinem Bewusstsein von der Einheit mit allen. Sekte in der Betrachtung der anderen sind immer die anderen. Die anderen, an denen man nicht teilhaben kann, sind die anderen, die die Minderheit sind. Und es sind die Mehrheiten von heute, die morgen die Minderheiten sind, was heute nach Sekten Vernichtung lechzt, ist morgen selber Sekte, weil es sich trennt. Das Getrenntsein ist der Haupterkennungspunkt des Themas Sekte. Es ist getrennt von der Mehrheit. Und wenn mich Sekten beschäftigen, dann ist das Getrenntsein von mir selbst das, was mich beschäftigen sollte. Ich sollte mich fragen, warum muss ich mich trennen? Warum kann ich nicht lieben? Warum muss ich andere für anders halten, wo wir doch einen Ursprung und ein Ziel haben? Wo wir doch alle aus der Einheit des Vaters geboren sind, in die Einheit des Vaters zurückkehren. Wo wir alle ein Herz haben, das sich nach Liebe sehnt und danach sehnt, Liebe zu teilen, wo wir alle die Chance haben, in den Kontakt mit unserer Wahrheit zu kommen, die heißt, du bist nicht getrennt. Und deswegen rufe ich euch alle auf, da draußen, in diesem Leben, die das Thema Sekte für sich bewegen. Sucht die Einheit in eurem Herzen. Erinnert euch an eure Herkunft. Erinnert euch daran, dass ihr lieben wollt. Verbringt eure Zeit damit, zu lieben. Dann habt ihr keine Zeit nötig, andere zu verurteilen. Das spart eine Menge Zeit, nicht verurteilen zu müssen. Und es macht eine Menge Freude zu lieben. Probiert's mal aus. Bis bald.